Mike Sees sitzt hinter Gittern. Bereits seit vergangener Woche liegt ein Haftbefehl gegen den Reality-Star vor. Laut der Staatsanwaltschaft handelt es sich dabei um eine Geldstrafe in einem Betrugsfall. Rund 3 Jahre ist es her, dass ein Gericht ihn zu einer Strafe von 4.000 Euro verurteilt hat. Bezahlt hat der ehemalige prominent getrennt Kandidat bis heute nicht. Am Montag klicken dann die Handschellen. Seine Managerin bestätigt das. Er ist zuerst aufs Polizeirevier gebracht worden, anschließend ins Gefängnis. Mike weiß schon zuvor von dem Haftbefehl und betont: Mein Anwalt hat Widerspruch gegen das Urteil eingelegt, weil das einfach ein Skandal ist. Wie der Staatsanwalt erklärt, bleibt der BeReal-Darsteller jetzt rund 80 Tage in Gewahrsam. Wie es weitergeht, zeigt sich wohl erst in den kommenden Tagen.